Hier ist die Public Climate School mit dem Klimajournal. Vor dem Studio Hanna und Maren. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen. Willkommen zum Klimajournal. Zum Abschluss der Woche beschäftigen wir uns heute mit der Frage, was macht die Politik nicht und was müsste sie eigentlich tun? Wir starten mit einem Rückblick auf die ereignisreiche Public Climate School. Nach einer Woche randvoll mit informativen und spannenden Workshops, Diskussionen und Vorträgen geht heute die vierte Public Climate School zu Ende. Nachdem wir am Montag mit Themen rund um den besorgniserregenden Zustand der Lebensbedingungen auf unserer Erde gestartet sind, haben wir uns in den darauffolgenden Tagen mit verschiedenen Szenarien für unsere Zukunft, unseren Kommunikations- und Handlungsmöglichkeiten und mit der Klimagerechtigkeit für alle auseinandergesetzt. Heute stand das Programm abschließend unter dem Thema »Was macht die Politik nicht?« und »Was müsste sie eigentlich tun?« Dazu gab es heute Vormittag wieder drei spannende Unterrichtseinheiten im Schulprogramm. Darin wurden die Themen Klimapolitik, Lobbyismus und das Pariser Klimaabkommen behandelt. Gemeinsam hat die PCS heute um Punkt 13 Uhr eine Streikpause eingelegt. Mit verschiedensten Aktionen über ganz Deutschland verteilt, wurde daran erinnert, dass der Klimawandel aktuell ist, großer Handlungsbedarf besteht und endlich auch von der Politik Veränderungen umgesetzt werden müssen. Anschließend konnte man in zahlreiche Online-Workshops am bunten Nachmittag aktiv werden. Zum Abschluss stand mit German Zero ein letzter spannender Vortrag auf dem Programm. German Zero entwickelt gemeinsam mit ExpertInnen, BürgerInnen und Stakeholdern ein 1,5-Grad-Gesetzpaket und bietet damit einen konkreten Lösungsweg, mit dem Deutschland bis 2035 klimaneutral werden kann. Wie dringend das ist, hat uns Klima48 vor wenigen Minuten aktuell vor Augen geführt. Was die Politik dazu sagt, hoffen wir in wenigen Minuten in der um 20 Uhr beginnenden Podiumsdiskussion mit SpitzenpolitikerInnen und ExpertInnen zu erfahren. Die vergangene Woche war an vielen Stellen von Zukunftsvisionen und Veränderungswillen geprägt. In vielen Städten Deutschlands weht aber noch nicht so frischer Wind. Sehen Sie selbst. Wir stehen hier vor einem Kraftwerk in Unterföhring in München. Hier wird Energie durch die Verbrennung von Steinkohle und Müll gewonnen. Ab 2022 soll hier aber auch ein neues Erdgaskraftwerk gebaut werden. Es wäre dann frühestens 2026 betriebsbereit und mit einer Laufzeit von 30 Jahren sind wir dann schon in den 2060er Jahren. Bis dahin wollten wir ja eigentlich schon treibhausgasneutral sein. Erdgas nur als Brückentechnologie zu benutzen, ist also alles andere als schlüssig. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin stellt klar, dass Erdgas keine Brückentechnologie sein kann, sondern der Ausstieg aus Erdgas schon jetzt begonnen werden muss und keine neuen Kraftwerke erst gebaut werden sollen. Genau um solche Vorhaben aufzuhalten, sind in München aber auch viele Menschen aktiv. Hier fand im Moment eine Demo statt, auf der gefordert wurde, die Investition und Beteiligung an fossilen Energien endlich zu stoppen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist der mögliche und effektive Weg, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die Stadt München rief berechtigterweise 2019 den Klimanotstand aus und wir bleiben laut und aktiv, damit auch die Energieversorgung Münchens diesem Aufruf gerecht wird und eine nachhaltige und gesunde Zukunft endlich umgesetzt wird. Die Stadt Mainz hat ein Problem. Beton. Flächenversiegelung und alles in allem grau. In grau. Warum ist das ein Problem? Abgesehen davon, dass Beton eine sehr fragwürdige Optik hat, heizt sich vollversiegelte Flächen um bis zu 7 Grad mehr auf als begrünte Fläche. Das führt dazu, dass in Innenstädten wie in Mainz, aber auch überall, Temperaturen herrschen wie im Backofen. Zusammen mit der Klimakrise, die dazu führt, dass es im Sommer immer heißer wird, sollte uns allen eigentlich das Problem bewusst sein. Allen? Nein, den politisch Verantwortlichen in Mainz offenbar nicht. Denn Plätze in Mainz sehen so aus. Und auch die Dächer dieser Stadt besitzen ungenutzte Potenziale. Wir befinden uns gerade auf dem Dach von einem Parkhaus, das begrünt sein könnte, aber es ist weder politisch gewollt noch ambitioniert verfolgt. Die Stadt Mainz ist kein Einzelfall, wenn es darum geht, Begrünung in Städten nicht voranzubringen. Es könnten Fassaden, Dächer, Hinterhöfe oder öffentliche Plätze begrünt werden. Daher müssen wir gemeinsam städtebauliche Maßnahmen umsetzen, um Klimaschutz und Klimaanpassung in ganz Deutschland voranzubringen.
Ich bin Vivi, Pressesprecherin bei den Students for Future Köln. Köln, das ist eine Stadt, die es sich selbst auf die Flaggen geschrieben hat, das Ziel der Klimaneutralität zu unterstützen und zu verfolgen, genauso wie viele Städte das tun. Dennoch merken wir auch hier wieder die Doppelmoral, die uns eigentlich überall in der Politik begegnet. Wie kann es dann zum Beispiel sein, dass heute noch, im Jahr 2021, ein Projekt wie die Rheinspange geplant wird? Die Rheinspange, das ist eine Autobahn, eine neue Autobahn, die im Kölner Süden von der rechten Rheinseite, der Schelsig, zu der linken Rheinseite, wo wir uns gerade befinden, gebaut werden soll. Der Bau dieser Autobahn hätte unter anderem irreversible Folgen für bereits bestehende Naturschutzgebiete. Das werden wir nicht zulassen. Wie kann es sein, dass dafür Mittel und Gelder zur Verfügung stehen und ausgegeben werden? Wir fordern konsequent, dass diese Mittel stattdessen in die Verkehrswende gesteckt werden. Zum Beispiel in den öffentlichen Schienenverkehr. Es gibt bereits eine BürgerInnen-Initiative, die sich entschlossen gegen das Projekt der Rheinspange einsetzt. Dennoch wollen wir einfach alle Menschen, denen das Thema Klimagerechtigkeit wichtig ist, dazu auffordern, sich mit uns gegen dieses wahnsinnige Projekt zu stellen und sich dem Protest anzuschließen. Herzlich willkommen im niedersächsischen Oldenburg. Hier hat die Stadt Großes vor. Auf dem Gelände des alten Fliegerhorstes soll ein komplett neues Viertel entstehen, inklusive energetischen Nachbarschaftsquartier, kurz ENAG. Was anfing mit vielen Versprechen für Klimaschutz und ein nachhaltiges Miteinander, wurde mittlerweile durch viele falsche Entscheidungen von Politik und Bauplanung torpediert. Anfangs wurde zum Beispiel geplant, das neue Quartier ausschließlich mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Machte ja auch irgendwie Sinn. Mittlerweile hat man aber ein Wärmenetz geplant, was zu 100% mit Erdgas versorgt wird. Anstatt Photovoltaikanlagen wird so ein Blockheizkraftwerk und ein Gaskessel gebaut. Mit Klimaneutralität hat das nicht wirklich was zu tun. Obwohl für das neue Nachbarschaftsquartier extra auf alternative Verkehrsmittel gesetzt werden sollte, wurde im letzten Herbst beschlossen, dass zusätzlich zu einer bereits bestehenden Straße noch eine sogenannte Entlastungsstraße gebaut werden sollte. Zahlreiche Wanderwege der Amphibien werden durchtrennt, was ihre natürliche Lebensweise vollkommen zerstört. Außerdem leben hier zahlreiche Vogel- und Fledermausarten. Im Fliegerhorst sind unter anderem viele nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützte Arten wie Bergmolche, Teichmolche, Erdkröten und viele weitere zu finden. Ach übrigens, die Straße soll 17 Millionen Euro kosten, mindestens. Hier in Hamburg gibt es ebenfalls einige Klimaleichen zu beklagen. So hat die Hansestadt beispielsweise zu Beginn des Jahres zugelassen, dass für eine Zufahrt und ein Materiallager einer Baustelle viele jahrhundertealte Bäume im Wandsbecker Gehölz gefällt wurden. Da es sich auch noch um ein Projekt der Deutschen Bahn zum Ausbau einer S-Bahn-Linie handelt, ist diese Abholzung nur schwer nachzuvollziehen. Trotz des Widerstandes durch eine Bürgerinitiative zeigen diese Videos, wie rücksichtslos hier mit der Natur umgegangen wird. Ähnliche Rodungsarbeiten drohen dem Wilden Wald in Wilhelmsburg. Auf dessen Gebiet sollen in Zukunft neue Häuser gebaut werden, obwohl es auch andere, bereits versiegelte Flächen in unmittelbarer Nähe gäbe. Die ohnehin zu laschen Klimaschutzpläne der Stadt Hamburg können durch solche Maßnahmen mit Sicherheit nicht eingehalten werden. In jeder Stadt gibt es Klimaleichen. In all den genannten und weiteren Städten wird bisher immer noch zu wenig getan. Aber in all diesen Städten sind auch For Future-Gruppen und andere Initiativen aktiv und kämpfen für Klimagerechtigkeit. Wir möchten also mit einem positiven Ausblick aus dieser Woche gehen. In unserer Aktionswoche haben wir gezeigt, eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft sind möglich. Es mangelt nicht an Ideen, Konzepten und Veränderungsgeist. Wir brauchen jetzt konsequente Umsetzung in der Politik und grundlegende strukturelle Veränderungen. Und an dieser Stelle werden wir etwas persönlicher. Wir möchten uns die Zeit nehmen für ein dickes, dickes Dankeschön an all die tollen Menschen, die so viel Arbeit, Liebe und Zeit reingesteckt haben, diese Public Climate School zu organisieren und durchzuführen.
Die Students for Future Gruppen in ganz Deutschland, das Orga-Team, das Team fürs Schulprogramm, die Technik, das Öffentlichkeitsarbeitsteam, das Inhalteteam und viele, viele mehr. Ihr seid der Hammer. Die Arbeit in diesen Teams macht immer wieder unglaublich viel Spaß und es ist fantastisch zu sehen, was hier alle gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Das hier ist weitaus mehr als politischer Aktivismus und der Kampf für Klimagerechtigkeit, der uns vereint. Eine Gruppe voller inspirierender, kreativer, lebendiger Menschen, die es wagen, zu träumen, Utopien zu haben und dafür zu kämpfen. Menschen, die jeden Tag aufs Neue Motivation finden, an diesen Träumen festzuhalten, Pläne zu schmieden und diese umzusetzen. Bei all den deprimierenden Themen, mit denen man sich im Klimagerechtigkeitsaktivismus immer wieder konfrontiert sieht, macht ihr unsere Welt fröhlicher, bunter und jeden Tag ein bisschen heller. Zitat Fabi: Wir sind eine Bewegung, also lasst mal was bewegen. Und alle, die jetzt nach dieser Aktionswoche Lust haben, sich auch zu engagieren, egal ob bei den Fridays, bei den Students oder anderen For Future Gruppen, macht mit, bewegt was und danke. Liebe Zuschauerinnen, das war's mit der letzten Ausgabe unseres Klimajournals für diese Public Climate School. Jetzt im Anschluss startet unsere Abschlussveranstaltung. Eine interaktive Podiumsdiskussion zu der Frage des Tages: Was macht die Politik nicht und was müsste sie eigentlich tun? Mit dabei sind unter anderem Ricarda Lang von den Grünen, Wiebke Winter von der Klimaunion und Professor Philipp Schepelmann vom Wuppertaler Institut. Wir sehen uns ganz sicher wieder bei der nächsten Public Climate School im November. Bleiben Sie zukunftshungrig und bis bald. Tschüss.